Leute, wie ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund sehen könnt, hat bei mir der Herbst angefangen. Aber nicht nur bei mir, denn seit dem 1. September ist ja auch schon der meteorologische Herbstbeginn. Und deswegen starten heute meine Hashtag Fall2Go Videos. Yay! Ich freue mich da einfach jedes Jahr drauf, denn ich liebe diese Jahreszeit. Und aus dem Grund dachte ich mir, dass ich euch einfach ein bisschen in Herbststimmung bringen möchte. Ich weiß, viele vermissen den Sommer wahrscheinlich jetzt schon und sind noch total im Sommerfeeling. Aber ich glaube, vielen geht es, glaube ich, auch so wie mir, die einfach irgendwie Bock auf Herbst haben, auf diese wunderschönen Farben draußen, auf die Mode und so weiter und so fort. Und um euch einfach ein bisschen in Herbststimmung zu bringen, habe ich euch heute mal mitgenommen, wie ich unser Haus dekoriert habe herbstlich. Ich habe nämlich bei Depot und bei Primark einige coole Herbstdekorationsartikel gestern gekauft, ja, gestern war das, und da musste ich einfach direkt beginnen und alles umdekorieren, und dabei wünsche ich euch jetzt einfach mal ganz viel Spaß. Als erstes habe ich unseren Esstisch umdekoriert und der war irgendwie immer sehr kahl. Mir hat immer eine Tischdecke gefehlt und jetzt habe ich endlich mal sowas wie einen Läufer bei Depot gefunden, der mir einigermaßen gefällt. Und das ist tatsächlich die erste Tischdecke, die ich in meinem Leben kaufe. Man merkt, man wird alt, wenn man Tischdecken kauft. Und dann habe ich einen Dekoteller von IKEA darauf gestellt und zwei solcher Kerzenhalter. Die waren bei Depot reduziert auf jeweils 5 Euro. Dann habe ich dazu noch einen weißen Kürbis gestellt, einfach weil ich jetzt nicht einen Orangeton noch mit reinmischen wollte zu dem Rosa. Ich dachte mir, das beißt sich vielleicht ein bisschen. Deswegen habe ich lieber einen weißen Kürbis gekauft und dann noch so eine Vase, die auch nochmal diesen Rosaton aufgreift mit passenden Dekoblumen. Und dann habe ich hier noch so grünes Zeug, was auch immer das darstellen soll, dazugelegt. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit der Esstischdekoration und ich finde es super, super schön. Es wirkt einfach alles direkt viel gemütlicher dadurch und diese rosa Farbtöne gefallen mir natürlich auch unglaublich gut, aber sie sind auch herbstlich, also eine wunderschöne Kombination. Auch unser Tomnes-Regal von IKEA habe ich etwas umdekoriert. Und zwar habe ich hier in das mittlere Fach eine graue Box in IKEA gestellt. Dann hier eine Kerze, die ich bei Primark ganz neu gekauft habe, weil die auch einfach in diesem schönen Alt-Rosa-Ton ist. Und auch oben drauf habe ich natürlich ein paar Sachen gestellt. Zunächst einmal ein Tablett in so einer Holzoptik. Solche Tabletts findet ihr immer sehr günstig bei Action zum Beispiel oder bei Teddy. Und ich finde einfach, wenn man so Dekoartikel in solche Tabletts stellt, sieht das einfach direkt immer viel, viel schöner aus und viel ordentlicher. Also das ist so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr dekorieren möchtet. Ja, und auf das Tablett habe ich dann so ein herbstliches neues Glasgefäß gestellt, wo ich Zweige reingesteckt habe, die sehr herbstlich einfach aussehen, und dann noch roségoldene Kerzen und einen Kaktus, der nicht so richtig dazu passt, aber den hatten wir halt noch. Und ich achte immer darauf, dass die Dekoartikel jeweils eine andere Höhe haben. Ich finde einfach, dadurch sieht alles ein bisschen lockerer aus und nicht so gezwungen. Ich warte derzeit noch auf neue Kissen für unsere Couch, aber nur um es euch so ein bisschen zu demonstrieren. Ich habe natürlich so ein bisschen herbstfarbige Kissen dann hingelegt und dann angefangen, unseren Couchtisch zu dekorieren. Da habe ich jetzt erstmal ein roségoldenes Tablett genommen, das habe ich mal bei H&M Home gekauft, und ansonsten relativ ähnliche Deko wie auf dem Esszimmertisch. Nur hier habe ich noch so einen coolen roségoldenen Apfel dazu gestellt, den habe ich bei Primark ganz neu gekauft, und wieder so ein kleines Windlicht von Depot. Unser Fernsehregal habe ich jetzt nicht großartig dekoriert, ich habe es aber erstmal gut abgeputzt, weil das muss ja auch schon mal sein. Und dann habe ich zum Beispiel hier diese neue roségoldfarbene Uhr gestellt, die ich echt wunderschön finde. Die gibt es tatsächlich auch gerade bei Primark, also falls ihr auf roségoldene Dekoration steht, dann schaut da mal vorbei, die haben da echt eine große Auswahl. Auch meinen Videohintergrund wollte ich natürlich der Jahreszeit entsprechend anpassen, und deswegen habe ich erstmal meine komplette Sommer-Frühlingsdeko weggeräumt, also alle möglichen grellen Farben, die ich jetzt sonst immer hatte, die ich auch sehr schön finde, aber ich freue mich einfach immer, wenn ich ein bisschen Abwechslung drin habe. Ich habe aber diese schwarze Kanne von IKEA stehen gelassen, da habe ich ein paar Sonnenblumen reingestellt, und dann kam auch dieser wunderschöne Glitzerkürbis, den ich letztes Jahr bei TK Maxx gekauft habe, wieder zum Einsatz, und ja, den finde ich echt cool, der ist
mega der Hingucker. Und dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Hier habe ich wirklich den Videohintergrund in Orange-Gelbtönen gehalten, weil das einfach so typisch für Herbst ist. Und ich dachte, für meinen Videohintergrund wäre das ganz cool. Meine Kissenhülle habe ich übrigens auch letztes Jahr bei TK Maxx gekauft. Einfach mal so ein Live-Dekorieren-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und auch wenn ihr euch auf die weiteren Fall-to-Go-Videos freut, ihr könnt mir auch gerne mal Videowünsche in die Kommentare schreiben. Dann kann ich die bestimmt auch berücksichtigen, worauf ihr denn so Bock habt bei den Herbst-Videos. Ja, ansonsten verlinke ich jetzt hier noch meine letzten beiden Videos. In der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!